Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu unserer Werkstunde für die Schulwoche 11. Ich hoffe, es geht euch gut. Manche sehe ich ja immer in der Schule, aber für die, die ich nicht sehe, hallo. Okay, ich möchte euch heute eben das Werkstück für Schulwoche 11 erklären. Das ist dieses Windlicht mit Makramee-Knüpftechnik. Das ist ein bisschen kompliziert und in der Erklärung und deswegen habe ich mich für dieses Video entschieden. Das kann man für Weihnachten verwenden. Ich habe mir gedacht, wir stellen da ein Teelicht rein. Das leuchtet dann sehr nett im Dunkeln und das passt sehr gut zum Winter. Ich hoffe, das gefällt euch so gut wie mir. Okay. Du brauchst für dieses Teelicht, für dieses Windlicht, ein Joghurtglas. Ich habe ein mittelgroßes verwendet. Das ist oben beim Rand ein bisschen schmäler und das ist ideal, weil du da ein Band anbinden musst. Und deswegen ist es besser, wenn der Rand schmäler ist als das Glas selber. Du kannst aber natürlich auch Honigglas verwenden oder ein Marmeladenglas. Diese Größe circa ist ideal. Weiters brauchst du dazu Makramee-Garn. Das ist die gesamte Rolle. Das findest du in deinen Schulunterlagen für die Woche 11. Ich habe da ein gewisses Stück abgeschnitten und du misst dann jeweils ab, was du brauchst. Du könntest theoretisch auch sehr dicke Wolle verwenden in Farbe. Da sind deiner Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das ergibt eben dieses Glas, wie du möchtest. Weiters brauchst du eine Schere. Ganz normale Schere, sie soll schon gut schneiden. Und eine Heißklebepistole. Und natürlich den Kleber dafür. Wenn du keine Heißklebepistole hast, funktioniert auch Flüssigkleber, also Uho oder Tesa oder sowas. Gut, dann beginnen wir. Du hast dein Joghurtglas und du schneidest von dem Makramee-Garn großzügig so viel ab, dass du noch ideal einen Knoten machen kannst, einen Doppelknoten. Schere. Du siehst, es wird so gehen, da würde man nicht hart tun, einen Knoten zu machen. Dieses Band legst du zur Seite, das ist dein Kettband. An dieses Band kommen alle anderen Bänder drauf. Und zwar funktioniert das so. Du schneidest von deinem Garn in der doppelten Länge des Glases circa doppelte Länge, jeweils einen Faden ab. Für mein Glas habe ich mich für 14 Fäden entschieden. Du kannst aber auch 12 nehmen oder 16, je nachdem wie groß dein Glas ist. Wesentlich ist, dass es immer eine gerade Zahl ist, weil du das brauchst zum Knüpfen. Eine ungerade Zahl funktioniert nicht. Wenn du alle Fäden abgeschnitten hast, beginnst du bei deinem Band, das mit einem Ankerstichknoten einzuhängen. Und zwar funktioniert der so, du legst den Faden in die Hälfte, unter das Kettband eine Schlinge und ziehst es durch. Hast du das gesehen? So schaut es dann aus. So eine kleine Schlinge, wo zwei Fäden rauskommen. Ja? Du machst es dann weiter. Es ist nur nicht wichtig, dass die gleichmäßig aufgeteilt sind. Ich mache es trotzdem immer so, dass ich eines links mache und eines rechts mache. Dann habe ich schon mal eine gewisse Aufteilung. Dauert ein bisschen. Immer gut festziehen. Sie das verdreht.
Okay, du kannst es, aber du siehst es, du kannst es immer wieder richten, immer wieder extra festziehen. Eins links, eins rechts. Wenn du alle Knüpfäden auf deinem Kettfaden angebracht hast, kommt es jetzt mit dem Anknoten. Und zwar funktioniert es so: Auf dem oberen Rand des Glases, der eben schmäler ist, legst du das Band rundherum und knotest es fest. Einfach mit zwei festen Knoten. Das wird schon gut halten, weil du erstens knüpfen musst und es soll ja nicht runterrutschen. Das zieht ziemlich fest. Okay, ich lasse das mal überstehen, das schneide ich erst später. Und jetzt kannst du beginnen, diese Fäden aufzuteilen. Wenn alles aufgeteilt ist, schneide die überschüssigen Fäden vom Anbinden ab. Und jetzt geht es ans eigentliche Knüpfen. Und dazu brauchst du immer zwei von diesen Doppelfäden, die du aufgekettet hast. Die anderen schiebe ich mal zur Seite, damit sie mir nicht im Weg sind. Ich habe also jetzt einen äußerst rechten Faden, einen äußerst linken Faden und zwei mittlere Fäden. Jetzt nehme ich den äußerst rechten Faden und lege ihn unter diese zwei mittleren und über den äußerst linken Faden. Dann entsteht mir auf der rechten Seite von mir aus gesehen eine Schlaufe und da schiebe ich den äußerst linken Faden durch und ziehe fest. Also mit, du ziehst alle Fäden fest, du hältst die mittleren und ziehst an den beiden anderen nach oben. Jetzt habe ich meinen halben Kreuzknoten gemacht. Und jetzt mache ich das Ganze von der anderen Seite. Also, ich lege meinen äußerst linken Faden unter die beiden mittleren und über den äußerst rechten Faden in die entstandene Schlaufe, schiebe den äußerst rechten Faden und ziehe fest. Der erste Kreuzknoten ist fertig und ich lasse ihn liegen. Und ich drehe mein Glas weiter, dass ich zu den nächsten beiden Fädenbändern komme. Ich habe wieder einen äußerst rechten Faden, einen äußerst linken Faden und zwei mittlere. Ich schiebe den äußerst rechten Faden unter die zwei mittleren, über den äußerst linken Faden und fädle den äußerst linken Faden durch die entstandene Schlaufe und ziehe fest. Der halbe Kreuzknoten ist fertig. Das Ganze auf der anderen Seite. Den äußerst linken Faden unter die beiden mittleren, über den äußerst rechten Faden und den äußerst rechten Faden durch die entstandene Schlaufe ziehen und festziehen. Der gesamte Kreuzknoten ist fertig. Wieder das Glas einmal drehen. Zwei Fadenbänder. Äußerst rechten Faden unter die mittleren. Wenn du die Reihe fertig geknüpft hast, machst du in der zweiten Reihe im Endeffekt dasselbe, nur nicht genau drunter, sondern entweder links daneben oder rechts daneben. Das bedeutet, jetzt bauen wir diese Zwischenräume. Du nimmst dir zwei mittlere Fäden und einen äußerst rechten und einen äußerst linken. Und machst wieder dasselbe. Das bedeutet, der äußerst rechte geht unter die mittleren Fäden, über den äußerst linken und durch die entstandene Schlaufe durch und festziehen. Das ist ein bisschen kniffliger jetzt, weil du ja in der Mitte bist beim Anfangen. In der nächsten Reihe geht es wieder leichter. Der äußerst linke Faden unter die zwei mittleren legen und über den äußerst rechten. Du merkst, es wird auch schon ein bisschen kürzer jetzt. Ist ein bisschen komplizierter, aber es funktioniert. So. Und da ist eben der Zwischenraum entstanden, von dem ich zuerst gesprochen habe. Gut festziehen. Und wieder drehen. Du nimmst dir zwei Fäden als mittlere Fäden. Du siehst ja, da entsteht der Zwischenraum. Einen äußerst rechten und einen äußerst linken. Den äußerst rechten unter die beiden mittleren schieben
und über den äußerst linken und durch die entstandene Schlaufe ziehen und festziehen. Wieder ist es knifflig beim Festziehen. Da sind mir manche anderen im Weg, aber du kriegst es hin, da bin ich ganz sicher. Den äußerst linken unter die beiden mittleren, über den äußerst rechten und in die entstandene Schlaufe durchziehen und festziehen. Wieder schauen, wie ich meinen Zwischenraum gestalten möchte, dass das auch gut leuchtet. Du siehst, ich kann doch richtig fest anziehen. Und das soll man auch machen. Das Glas wieder drehen, zwei mittlere Fäden verwenden, einen äußerst rechten suchen und einen äußerst linken, den äußerst rechten unter die beiden mittleren über den linken und durch die entstandene Schlaufe ziehen, festziehen. Wieder kniffelig, du erinnerst dich, den äußerst linken unter die beiden mittleren, über den äußerst rechten und durchziehen und wieder ganz gut festziehen. Das geht so weiter und so weiter, bis diese Reihe natürlich voll ist und dann wieder abwechselnd, was du als erstes gemacht hast. Also wieder versetzt, dass Zwischenräume entstehen. Niemals das gleiche drunter wählen, sonst bekommst du einfach nur eine Schnur und keine Zwischenräume und dann hast du am Ende Schnüre und wir wollen das ja verbinden und Zwischenräume kriegen. Am Ende schaut das so aus. Du knüpfst so lange, bis du mit verschiedenen Fäden nicht mehr knüpfen kannst, weil sie einfach zu kurz geworden sind. Die äußeren Fäden werden immer schneller kürzer als die mittleren Fäden. Das ist klar, weil du ja die Schlingen machst. Die mittleren stehen eigentlich immer nur durch. Du hast jetzt so geknüpft, dass du zwei Zwischenräume bekommen hast, zwei Zwischenräume entstanden sind und du hast überschüssige Fäden. Und das kann ja jetzt für dieses Teelicht nicht einfach so herumhängen. Das schaut erstens nicht schön aus und zweitens wäre das immer im Weg. Deshalb stellst du jetzt das Glas auf den Kopf und jetzt kommt die Heißklebepistole zum Einsatz bzw. dein Flüssigkleber. Bei der Heißklebepistole wünsche ich mir von dir, dass dich vielleicht ein Erwachsener begleitet. Das macht man in der Schule auch so, weil es ja immer ein bisschen heiß ist. Ich habe jetzt vier so Fäden genommen und gut gespannt, wie du das siehst, damit es bis ans Ende geht. Dann nehme ich mir die Heißklebepistole, muss ich nur noch mal Hand wechseln, und klebe etwas drauf. Du siehst schon, es dampft, also es ist wirklich sehr heiß. Bitte echt gut aufpassen. Und streich das ein bisschen ein, stell es zur Seite und spanne da darüber. Ja. Sie festdrücken, aufpassen, die Fäden sind nicht heiß, aber der Kleber muss das so ein paar Sekunden halten, dass das auch trocknen kann. So. Genau so funktioniert das. Da steht dann am Ende noch was drüber. Schneiden wir auch ab. Aber erst später, wenn ich die ganze Runde geklebt habe. Gut. Das soll am Ende circa so ausschauen. Du hast gesehen, ich habe alles überlappt. Das hat einen schönen Boden gemacht. Den drücke ich immer ein bisschen fest, dass es flach ist. Und die überschüssigen Bänder schneidest du einfach ab. Das geht ganz leicht. Das Glas ist fertig. Ich danke dir. Viel Spaß beim Knüpfen. Und ich freue mich, wenn ich Fotos von den fertigen Gläsern bekomme oder auch von deiner Arbeit, wie du es machst. Nicht verzagen, wenn es mal nicht so gut läuft. Einfach wieder anfangen und es weiter versuchen. Danke und auf Wiedersehen.